Hallo, ich bin Walter von Open Knowledge Foundation. Wir sind quasi eine Gruppe, die sich genau um das Thema beschäftigen, was vorher angesprochen worden ist. Und zwar, wie macht man die Stadt A transparenter? Wie bringt man zum Beispiel Leute dazu, dass sie teilnehmen können bei den Prozessen? Wo kommen die Daten her? Was für Ansätze gibt es? Und wir sind eine Gruppe, die quasi unter dem Label City Labs sie seit April, Mai zusammengefunden haben, um das aktiv anzugehen, weil es einen gewissen Stillstand in Berlin dafür gab und eben meine Kollegin da ist, beziehungsweise ich glaube Boris von Fix My Berlin und so weiter. Und wir sind da bemüht, da jetzt das auf die Reihe zu kriegen. CityLab.berlin ist die Website, es gibt ein Pad für Fragen. Das hier ist jetzt ein Talk über, was passiert in den letzten Jahren oder seit dem Frühjahr und was ist der aktuelle Stand und wohin soll die Reise gehen. Und wenn ihr meint, wohin soll die Reise gehen, geht es vor allem daran, das ist ein Aufruf an Beteiligung. Weil das, was wir vorhaben, ist ja quasi ein Lab für und mit Bürgerinnen und der Verwaltung. Das heißt, wir haben einen innovativen Flow rein in die Verwaltung. Und wie man hier erkennen kann, der Standort wäre quasi H2 Rund, das ist das ehemalige Offiziersgebäude beim Tempelhofer Flughafen. Das wird dann öfters in Bildern noch vorkommen. Wir haben am Anfang mal geschaut, was sind die aktuellen Beispiele aus dem Ausland, um einen Input zu bekommen. Da waren drei große Beispiele, sind in Taipei, New York und Barcelona, das vorher schon gefallen ist. Barcelona, muss man an sich sagen, hat wahrscheinlich in Europa den interessantesten und umfassendsten Ansatz dazu, weil es nicht nur rein um offene Datenpartizipation geht, sondern auch um, wie macht man das Procurement, also Auftragsvergabe neu und wie schaut man durch gezielte strategische Vergabe, dass man die Stadt quasi kommunaler macht oder munzipialer, das heißt, wie bringt man Daseinsversorger wieder zurück in die Hände der Bürgerinnen. Ganz kurz zu Garcia von Taipei, das gibt es seit 2012, hauptsächlich Informationsfreiheit und sind also eine Notwendigkeit entstanden und sind quasi von Hacktivism to Activism. Civic Call in New York ist ein anderes Beispiel, der ist eher ein kommerzieller Ansatz, hat dann relativ durchschlagenden Erfolg und macht immer quasi Coworking für die Zivilgesellschaft und dann in Barcelona. Und Barcelona hat, wie vorher wahrscheinlich schon gefallen ist, DICO oder DCTeam extrem viele spannende Projekte und man kann immer nur sagen, das ist erst auch gerade im Entstehen, aber von interessanten Ansatz der erste, glaube ich, große Aufschlag. Andere Städte sind dann zum Beispiel Graz, Antwerpen, Malmö, Wien hat zum Beispiel Commons reingeschrieben oder Linz. Das heißt, die Verankerung, dass die Stadt für die Bürger da sein soll, sollte in so einem City Lab erfolgen. Dann gibt es für die Leute, die mich gebeten haben, eine kurze Anleitung. Es gibt ganz Guidelines für Urban Labs, die ganzen Slides sind auch verlinkt, das heißt, wenn man auf die Seite geht, hat man dann die extra Infos. Und wir schauen jetzt dann, was wäre in Berlin sowas, was wir aus dem Feedback von der Community haben möchten oder was brauchen wir für ein City Lab. Und die erste Frage war natürlich bei der Ausarbeitung von so einem City Lab Raum. Das heißt, naheliegend, wir haben relativ viele Organisationen, die gern wo arbeiten würden, aber Raumprobleme haben. Das wäre mal damit gelöst, und zwar ein Raum für Infrastruktur, Coworking oder gemeinsam immer der Teilhabe am Gemeinwesen zu arbeiten. Und wieso ist das jetzt auch hochgekommen in der Diskussion mit CityLab oder Tempelhof? Weil vor Ort beim Tempelhofer Flughafen seit über fast 10 Jahren, also seit 2008, Räume en masse zur Verfügung stehen, die ungenutzt sind. Und unser Ansatz war unter anderem dafür, dass man sagt, man nützt die mal temporär als Zwischenlösung. Um eben so Probleme wie in Forten, man gehabt, finde meine beste Schule, da gab es schon mit Daten den Location-Hinweis oder den Transport, Gesundheitswesen und da die Frage stellen, wie geht man als Bürger mit der Stadt um? Was ist die Beziehung und welchen Zweck erfüllen zum Beispiel öffentliche Institutionen oder die Verwendung von einem öffentlichen Raum? Und jetzt die kurze Geschichte, wieso wir hier sind. Wir haben relativ lange gewartet, das ist der Eingang zum zukünftigen hoffentlichen City Lab. Und nicht nur wir haben lange gewartet, das ist zum Beispiel von 2015, da gab es noch die Piraten, da gab es bei der Stadt Berlin, gibt es noch immer, gab es die erste Anfrage von Delius und Simon Weiß, wo die Nachfrage war, was passiert mit dem City Lab. Und da ging es jetzt quasi Umsetzungskonzept 2016 von den Grünen dann, das wird konkretisiert. Letztes Jahr im April war dann die Pressemitteilung, das vorangeht im 100-Tage-Programm. Das war eigentlich dann der initiale Punkt, nach einem Jahr, wo nichts passiert ist, dass wir angefangen haben zum Arbeiten.
2017 dann die Anfrage von Katalin Genburg von den Grünen. Die Antwort war, eine klare Abgrenzung vom Raumschiff Enterprise ist dagegen nicht vorgesehen. Die sind relativ lustig, die Anfragen, auch immer vom Subject. Und das ist zum Beispiel auch ein Beispiel, was CityLab sein könnte, nämlich der Nährboden für solche Sachen. Das sind kleine Anfragen. Wo kann der Bürger die Informationen von der Verwaltung besser bekommen? Wir gehen dann noch weiter mit von der FDP. Da geht es dann um den Flughafen Tegel. Das heißt, der andere Flughafen, der auch wieder verspätet ist. Das ist dann mit Bezug auf Smart City. Und nochmal FDP, dass im vom Sommer diesen Jahres, dass Handlungsbedarf besteht und die aufzunehmen wären. Und dann gab es noch die CDU dieses Jahr. Was ist denn so smart? Und das waren jetzt mal kurz die Anfragen. Genau, Genburg kam nochmal, um das Ganze erlebbar zu machen. Das heißt, wir haben lange gewartet, andere Leute auch, und dann haben wir im Heuer beschlossen, dass wir gemeinsam mal dasselbe in die Hand nehmen und dran ziehen, um zu schauen, was kann man damit oder wo kann man die Stadt unterstützen. Das ist am 8. Mai gab es die erste öffentliche Veranstaltung vom Senat für Stadtentwicklung und Wohnen bezüglich der Weiterentwicklung des Gebäudes. Wir machten ein Konzept, das war kommentierbar. Das hieß dann eben ein Zentrum Labor Experimentierfeld. Das ist noch immer kommentierbar und das ist eine Einladung an alle, daran zu teilnehmen, wenn sie wollen. Dann gab es am 17. Juni eine Veranstaltung beim Flughafen, Bürgerbeteiligungsprozess, der gerade läuft um die Flächen und Vernetzungstreffen auch mit anderen Initiativen. Das ist das Torhaus gleich neben dem Flughafen. Das ist mittlerweile... kann man hier zeigen, das ist das erste Gebäude, das quasi für Veranstaltungen zur Verfügung ist, dieses hier. Das heißt, wer Veranstaltungen machen will oder so, TRF Vision verwaltet das, das ist quasi aus unserer Sicht der Brückenkopf rein in den Flughafen. Dann gab es noch einen Antrag vom TRF, gemeinsam mit TRF Projekt und Senat, um Stadt gemeinsam gestalten, neue Modelle der Quartiersentwicklung. Und was wir jetzt sagen, das war jetzt die Vergangenheit, wir würden einen radikalen Pragmatismus an den Tag legen und nicht daran verweilen, sondern das neu besetzen. Und uns ist wichtig, dass dieses City Lab auch wegkommt von dem Begriff Smart City, weil Smart City relativ in eine Richtung geht, was das bedeutet und es auch wegkommen soll von diesen normalen Verkommerzialisierung oder auch Großanbieterverwendung bei der IT und standortbezogen für die Stadt sein sollte. Und die Diskussion dort in den Raum sollte sein, wie kann man die Stadt mit Daten besser machen oder was bedeuten Daten, wem gehören die Daten, wer hat die Oberaufsicht drüber, und diesen Diskussionsraum gilt es aus unserer Sicht halt zu gestatten, wie man damit die Commons reinkommt und die Bürger quasi als Sensoren oder mit Sensorik für bessere Stadtverwaltung nimmt, damit der Bürger im klassischen Sinne seine Rolle situieren nachkommt. Das heißt, Metaphern dafür, was da passieren könnte, wären zum Beispiel die Stadt als offene Stadt nach Senet oder auch Schutzzone, CityLab auch rauszufinden, was wäre Betriebssystem für die Stadt, wie kann Verwaltung oder die Stadt funktionieren, wo fließen die Daten oder auch Bibliothek für den Prozesswissen, was passiert. Vorher ist das Beispiel gefallen mit den Unfalldaten für Fahrrädern, das wird dann genauso reingeben, wo sind zum Beispiel in anderen Städten gute Beispiele, wo man mit Analysen von der Umfelddaten. Das andere ist ja ein Freihaus zum gedanklich oder auch zum Experimentieren und das eingebettet in einen europäischen Verbund. Das heißt, man tauscht sie aus mit denen, die Vorreiterrollen haben, wie Amsterdam, Barcelona oder Wien. Und das sollte man bottom-up Approach sein, der was bewegt. Wir haben vorher das Beispiel auch noch gehabt mit der Kfz-Anmeldung. Nur als Beispiel für CityLab an sich, von der Stadt jetzt, also ein Budget von so um die 1 Million angeschlagen. Um das Lösen der Warteschlange beim Kfz wurden ca. 35 neue Mitarbeiter eingestellt. Das über den Daumen ist das ca. die gleiche Liga. Wir sprechen davon, dass wir quasi ein Lab mit der Stadt gemeinsam machen, als Plattform, wo im Innovationen basieren, genau um solche Probleme wie lange Warteschlangen zu lösen. Und Smart ist aus unserer Sicht nicht immer das Modeschlagwort, sondern eher was funktioniert und Substanz hat. Und man sollte in einer Stadt nie darauf achten, dass alles bis zum Geht nicht mehr optimiert wird,
sondern als Substanz in dem Sinn hat, für Bürger und Bürgerinnen eine lebenswerte Stadt zu haben. Das heißt, das ist eine Kommunikationsfrage auf der einen Seite und das andere ist, wie geht man in der Stadt Accountability, steht hier Rechenschaftspflicht nach und hat immer einen Response. Das heißt, wir reden davon, dass man einen Feedback-Kanal hat in die Stadt rein und aus der Stadt raus, dass man die Verwaltung oder unterstützen kann. Das sind dann ein paar Beispiele, was da abgehandelt werden könnte. Und die große Frage ist, wie schafft man halt dann Kulturwandel rein? Die andere Frage war vorher mit, wie schafft die Stadt, dass sie junge, engagierte Programmierer und Programmiererinnen bekommt? Das ist genauso ein Kulturwandel, der dann erfolgen kann, wenn ich so eine Spielwiese zulasse, dass ich IT-Recruitment besser betreiben kann. Das heißt, neugierig, herausfordernd und stadtverbessernd und den Bürgerinnen situieren. Und das wäre quasi die Verordnung in so einer Chart, wie in Organisationsdiagramm sein soll. Das heißt, soll direkt drinnen sein und nicht irgendwie so eine nachrangig abgeschottete Einheit. Modelle gibt es, die sind zum Nachschauen. Und das Große an sich ist, wir wollen halt dorthin gehen, wo es aktuell wirklich Nachfrage gibt, eben zum Beispiel Warteschlangen, und da unterstützen zu helfen. Das ist ein Schlag der Brücke von der Zivilgesellschaft in die kommunale Verwaltung bei digitalen Verwaltungsformen. Das ist jetzt das Slide von dem Tempelhof-Projekt, was bei der Vorstellung von deren City Lab passieren soll. Wir werden halt dann in der Corner mit Partizipation dabei und Wirtschaftlichkeit aus unserer Sicht ist jetzt nicht unbedingt der höchste Punkt erreicht werden soll. Nochmal, das ist die Übersicht, wo das stattfinden soll. Vorne das H2 rund, das ist links unten. Und das hat eben 4 Etagen und es wäre super, wenn die Bürgerinnen der Stadt auf einer Etage die Möglichkeit hätten, direkt daran sich zu beteiligen. Und die Benutzung wäre auf 3 Ebenen, kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Das würde aus unserer Sicht relativ gut immer klappen, da mit teilzumachen. Also die erste Phase wäre aus unserer Sicht, dass wir kurzfristig anfangen, und zwar sofort oder Anfang 2019, mit einer relativ einfachen spartanischen Benutzung, wo es einfach nur Strom gibt und es regnet rein und die Heizung funktioniert und die Leute organisieren sie halt selber. Weil im Moment jetzt dieser ganze Platz leer steht und das eigentlich relativ schade ist und der steht seit, glaube ich, 2008 ist meine Information leer und man kann das auch ruhig befristigt für 6 Monate, 12 Monate, 18 Monate, bis dann der große Plan von der Bürgerbeteiligung 2021 kommt. Da geht es immer um Büro, Lagerräume oder auch Hackerspaces oder Makerspaces. Als Beispiel gibt es zum Beispiel in Deutschland Ulm, das ist das Verschwörhaus, die haben als Slogan Cyberchaos, öffentliche Unordnung. Und das wird getragen sogar vom Oberbürgermeister Zisch, der öffentlich sagt, Kontrollverlust muss man erleben. Der ist CDU-Bürgermeister. Und die haben halt hier quasi mit diesem Übergang von einem Hackerspace rein in die Verwaltung auch den Austausch von den Leuten, die in beiden Seiten dann sind. Und das finde ich einfach super ein Slogan, dass man als Bürgermeister sagen kann, eben Kontrollverlust muss man leben. Ein Beispiel, was CityLab bewirken könnte, ist diese Plattform von Helsinki, da geht es um einen Transport. Das ist in Helsinki entwickelt worden, relativ teuer und ist dann quasi, weil es Open Data und Open Source war, adaptiert worden für Meran um 15.000 Euro mit Sensoren. Das ist das, wo wir dann sagen, solche Sachen muss man fördern für Berlin, wo man von einer händischen Datenschaufelung rauskaliert in Anwendungen für Open Data, Open Government und auch Transparenz, wovor Transparenzgesetze gefordert worden ist. Und es geht zwar darum, für die Verwaltung die Berliner Ressourcen, Berlin hat eine relativ gute Tech-Community mit Ahnung zu nutzen, auch relativ Vereine oder NGOs, die und Bürgerinnen, die drinnen arbeiten. Und das sind quasi, wenn wir jetzt sagen von, das eine ist, wir wollen einen Bürger ermächtigen, da geht es nicht nur um die Selbstermächtigung der Bürger, das natürlich im Ziel sein sollte, sondern eine Selbstermächtigung für die kommunale Politik und Verwaltung und die kommunalen Beschäftigten. Das heißt, wenn der Bürger Zugriff hat zu Daten oder Verfahren, haben dadurch andere Abteilungsbereiche von der Verwaltung den gleichen Zugang. Und das ist eigentlich der Kernsache. Also wir wollen nicht als Bürger kommen und sagen, wir wissen alles besser, sondern das Empowerment muss natürlich genauso intern in der Administration von sich gehen. Und einer der Key-Sachen hier ist halt ein Transparenzgesetz, das überfällig ist, oder mal die Auftragsvergabe, dass man durch gezielte Vergabe von finanziellen Mitteln klarstellt, wohin fließt das Geld und was für Software wird zum Beispiel eingesetzt oder wird nur Soft-Daten erstellen möglich, wenn das offene Daten sind. Dann gab es eine konkrete Anwendung, das war einer der Leute, die mitmachen von Christiane Kolbe vom Mediale Pfade oder Fix My Berlin Boris Heckele,
Und jetzt die andere Frage wäre, wer sonst mitmachen will, damit die Plattform besser wird, weil das langfristig eine größere Plattform sein wird, da die Einladung mitzumachen. In diesem Sinne herzliche Einladung an Bürgerinnen und die Verwaltung. Und das ist aus unserer Sicht auch Netzpolitik, aktiv dabei zu sein. Und das ist der Umzugs-LKW vor dem Gebäude. Das war das Bild von gestern. Und das ist gefotoshoppt. Und das war es mal von meiner Seite. Können jetzt da gerne Q&A machen oder wer Fragen hat. Ich würde sagen, wir haben gute 10 Minuten für Fragen sogar. Kann ich kurz sehen, wie viele da wären? Gibt es Fragen? Okay, eine. Wunderbar. Ja, hi. Mir fehlt ein Themenschwerpunkt bis jetzt. Also ich meine, man ist ja nicht auf alle diese Gesprächen teil, aber hier habe ich so ein bisschen gehofft, dass es vielleicht vorkommt, ist der Standort Berlin und was die digitale Wirtschaft und Tech-Industrie hier für eine Auswirkung hat auf Bodenpreise, Immobilienpreise und inwiefern das ein Thema ist, was auch im CityLab bearbeitet wird. Das hat natürlich Auswirkungen, ich glaube aktuell ist ja die Diskussion mit Google Campus in Kreuzberg. Das ist genau so ein Raum, der mal den Druck rausnehmen sollte für Leute, die jetzt in diesem kleinen Tech-Raum arbeiten, um eben zum Beispiel passable Büroumstände zu haben, sei es geringe Miete oder leistbare Miete. Das steht gerade frei, deswegen sind wir wichtig, dass man sagt, das gehört halt jetzt relativ schnell verwendet, temporär auch, um den Druck rauszunehmen. Die große Thematik an sich, aus meiner Sicht, wird das wahrscheinlich nicht ändern. Die große Thematik, wenn wird sie wahrscheinlich nur daran lösen lassen, wenn man mal anfängt zu bauen. Ich meinte eigentlich andersrum. Also nicht so stark, ob ihr Räume bietet für kleine Startups, sondern was es bedeutet für eine Stadt, wenn so eine Art Ökonomie in die Stadt sehr schlagartig reinkommt und wie die Stadt damit überhaupt umgeht, weil es wird ja jetzt gerade nicht damit umgegangen, es wird ganz viel Wirtschaftsförderung dafür ausgegeben, dass diese Startups weiterkommen, dass größere Firmen gerade kommen, aber nicht was jetzt mit der Nachbarschaften drumherum passiert. Also so weil das finde ich eine Frage, die kriegt keinen Raum, weil die kriegt oder die bekommt jetzt gerade ein bisschen Raum durch die Initiativenarbeit um Google Campus oder überhaupt so ein Verständnis dafür, aber es ist immer noch bei den Wirtschaftsförderungen, aber inwiefern kann das hier vielleicht auch ein Ort sein, um diese Fragen kritisch zu betrachten, auch Digital Workers, also was das für den Arbeitswelt bedeutet, dass die Digitalwirtschaft, die Digitalarbeitsumständen auch überschwappen in anderen Arbeitsumfelden. Also bei Arbeitsrecht kenne ich mich gar nicht aus. Die Effekte von, wenn jetzt IT-Konzerne oder auch Startup-Wirtschaft, das war nicht nur IT-Konzerne, sondern auch deutsche Startup-Buden die, oder europäische, die nach Berlin gekommen sind, dass die Effekte haben ja. Wie man steuern kann, müsste man die Politik konkret fragen. Ich glaube, das aus meiner Sicht Wichtigste wäre mal Wohnungsraum zu schaffen oder immer auch zu schauen, wie geht man mit so Sachen um wie Airbnb, Vermietung von gewissen Flächen, wie stellt man sicher, dass alle teilhaben können und das nicht nur über den Markt geregelt wird. Das ist eine Aufgabe von der Stadt an sich, aber ein extrem großes und komplexes Thema. Danke. Ich habe nicht ganz verstanden, wieso man so ein komplexes Projekt konzipieren muss und wieso man sich nicht darauf konzentriert, vielleicht mit der Stadt zu verhandeln, dass man die Räume kriegt, ohne auch so inhaltlich sich zu verbandeln. Man hat ja auch eine gewisse Kontrollfunktion immer noch. Und ich glaube, wenn man, also zum Beispiel die Tempelhof-Projekt ist in der Vergangenheit nicht aufgefallen durch große Bürgernähe oder auch nur Transparenz. Ich erinnere nur an den Volksentscheid zum Tempelhofer Feld. Also es wundert mich ein bisschen, dass ihr jetzt hier so rüberkommt als Umsetzer für den Senat. Achso, das ist vielleicht untergegangen. Also es ist nicht so Umsetzer, sondern das Label City Lab gab es von der Stadt Berlin. Seit Jahren, es ist seit Jahren eher wenig passiert und wir haben halt dann diese Gruppe, dieses selbe Label genommen, um was umzusetzen, weil dadurch die Deckungsgleichheit von Namen Vorteile gegeben hat.
wir stehen aber jetzt nicht hier und arbeiten für den Senat, sondern wir sagen einfach nur, wir wollen hier rein, für eine Plattform zu schaffen für die Zivilgesellschaft, weil das A im Moment leer steht und B die andere Befürchtung ist, wenn das so weitergeht, wie es den Anschein jetzt macht, die Befürchtung wäre, dass der, sagen wir mal, irgendein großer IT-Konzern dann das dann übernimmt und das eine relativ weitere Schnarchnasenpartie wird oder im Smart City Sensorium versandelt. Deswegen haben wir jetzt mal rotzfrecher den Namen genommen und haben gesagt, wir wollen da rein und wollen diesen ab Jänner 2019 die beim Teilausbau dabei sein als Plattform für die Zivilgesellschaft, um immer um meinetwegen IT-digitale Arbeitsbedingungen Zuzug kann man dann auch bearbeiten. Also Städte, Urban Tech, Civic Tech als Plattform. Und das ist ein Aufruf an Leute, die interessiert sind, da teilzunehmen. Aber wir sind nicht vom Senat, ich glaube, Kollege Semsrott würde sich darüber freuen, wenn er schon so weit wäre, aber haben wir einen anderen Ruf. Genau, abschließende Frage hier vorne. Du sagst ja immer wir, aber wer seid ihr denn? Also ich bin jetzt da per se von der Open Knowledge Foundation. Vor der Kollegin ist ja die Adriana da. Es sind einige andere Initiativen, die teilweise noch offiziell dabei sind, weil es keinen Letter of Intent gibt. Ansonsten ist zum Beispiel die vorher angesprochene IT-Dienstleister, arbeiten Mitarbeiter daran. Von der Technologiestiftung gibt es Gespräche, Freifunk hat Interesse, diverse Clients-Projekte. Und das ist auch offen. Also das ist da im Aufruf zu eine herzliche Einladung. Wer Interesse daran hat, da teilzunehmen, es ist in dem Pad ganz am Ende, sind da leider abgeschnitten, pad.okfm.de, CityLab oder auf der Webseite sind die Kontaktdaten. Und da gibt es ja dann Arbeitstreffen dazu. Aber die Initiative an sich ist auch noch nicht einmal ein halbes Jahr alt. Und uns geht es darum, da wo es einen Vektor gibt, in der Stadt was verändern zu können, zuschauen, ob das möglich ist. Dass das, was wird, das wird sich zeigen, vielleicht weiß man dann in nächster Zukunft mehr, aber das ist mal ein Ansatz, um da reinzugehen, um auch offene Daten, Transparenz, Partizipation wegzubringen, jetzt vom Smart City Fokus von CityLab. Okay, nochmal ganz herzlichen Dank, Walter. Ich gehe davon aus, du bist ansprechbar, weil sollten genau, Fragen da sein. Adriana.